Hallöchen und willkommen zurück zu The Inner World. Weiter geht's hier mit Robert und ja, kurz vorm Ende würde ich mal sagen. So viele Teile werden auf jeden Fall nicht mehr kommen, denn haben wir das Spiel auch bald durchgespielt. Gemälde wollten wir uns doch noch anschauen. Als sich der Thron geschlossen hat, hat es hier irgendwo Klick gemacht. Es muss etwas mit diesem Gemälde zu tun haben. Was ich brauche, ist eine Spur. Eine Spur. Kronleuchter haben wir da oben links auch noch zum Untersuchen. Aha. Pompös und nobel, mit einem großen Diamanten besetzt. Einen großen Diamanten. Pompös und nobel und zu weit weg. Und zu weit weg. Faust. Kannst du die Faust nehmen, Robert? Nee, das ist Blödsinn. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Ja, ist klar. Das ist gerade ein. Ja. So, wir haben ja noch das Gemälde. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll zu suchen. Das Geräusch kam irgendwie von diesem Gemälde, aber es ist riesig. Es ist riesig. Gemälde, 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 aber es ist ja auch nichts anderes zu finden da, ne? Ich würde sagen, wir holen uns mal einen Tipp, ne? So, finde einen Weg aus dem Thronsaal. Sorge dafür, dass Remin. Kann ich gar nicht lesen, den Namen hier. Reminepo keine Stromschläge mehr bekommt. Ja, jetzt sind wir ja erstmal gefangen hier. Wir müssen ja erstmal aus dem Thronsaal wieder raus. So, als sich der Thron geschlossen hat, ertönte ein Klicken aus der Richtung des Wandgemäldes. Das bedeutet auf einen Mechanismus hin. So, wenn es sich um einen Mechanismus handelt, der mit der Hand ausgelöst wird, Handschuh, dann gibt es dort vielleicht Fingerabdrücke. Um Fingerabdrücke sichtbar zu machen, musst du feines Pulver mit einem Pinsel auftragen. Also, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Um Fingerabdrücke sichtbar zu machen, musst du feines Pulver mit einem Pinsel auftragen. Ist hier irgendwo feines Pulver? Ja. Weiter lese ich auch erstmal nicht. Da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Und wir haben ja hier den Basilisten, das Modell. Das können wir ja nehmen, ne? Zum Bestäuben, zum Be Einpudern. Mit dem Puderzucker, denke ich mal. Probieren wir mal aus. Yep. Ein weißer Basil. Komisch, seine Augen sehen plötzlich größer aus. Jetzt wird Fingerabdrücke suchen. Jetzt vielleicht kombinieren mit dem Stachel. Naja, dann könnte ich. Obwohl. Nein. Und dann geht das anscheinend dann so. Okay, dann werden wir das Gemälde mal untersuchen, beziehungsweise einpudern mit staubiges Basilienmodell, mit dem Modell hier. Aha. Ha, Fingerabdrücke, verteilt um eine verdächtig aussehende Vertiefung. Eine Vertiefung und wir haben ja einen Stachel. Da ist eine winzige Vertiefung. Eine winzige Vertiefung und wir haben noch einen schönen Stachel, ne? Stecken wir mal den Stachel da mal rein. Freiheit! Freiheit, wir kommen wieder raus und wir haben auch anscheinend hier alles mitgenommen. K.O.-Tropfen. Das ist K.O.-Tropfen wegen unten dem Typi, ne? Der Typen, der im Keller sitzt. Und Fischöl. Fischöl. Leute. Fischöl. Oder unten ist die Fliege. Ja. Wir schauen mal. So, hier ist auch eine Fliege. Aber ich glaube.
glaube, hier sind wir durch. Wir gehen mal ins Labor. So, mal überlegen gerade, mal überlegen. Die haben ja auch ein Fließband. Geht auch irgendwas nach unten? Sonst können wir ja irgendwas... den Handschuh vielleicht kombinieren mit Fischöl? Naja, dann könnte ich... Obwohl... Nein. K.O.-Tropfen? Zufällig mit Handschuh? Mit der Faust? Das wird nicht klappen. Okay. Dann schauen wir nochmal durchs Gitter. Oder einen Aufzug da was reinpacken. An die K.O.-Tropfen. Am Schalter kommen wir hier auch nicht ran. Unten haben wir ja den Schalter. Wir luschern nochmal runter. Komm. So einen Knopf. Aufzugknopf. Da komme ich ja bloß nicht ran. An der Fliege komme ich auch nicht ran. Mit dem Stachel. Ich habe ja den Stachel noch. Aufzugknopf. Eventuell... Alter Stachel, nein, das ist nicht lang genug, nein. Das wird nicht klappen. Nee, das ist klar. K.O.-Tropfen für den Typi hier. Oder Stachel, nee, kombinieren, das ging ja nicht mit Fischöl, ne? Warum sollte ich das tun? Fischöl und Fliege eventuell. Das würde sie bestimmt mögen, aber sie ist zu weit weg. Ja, sie ist zu weit weg. Was machen wir? Also den Stock komme ich nicht ran. Fließbänder. Vielleicht mit Laura reden? Ne, komm, wir lesen mal. Bin gerade überfragt. Bin ein Weg aus dem Thronsaal, ja. Du kannst Conroys Thron öffnen und schließen, indem du den Stachel aus dem Inventar. Das hatten wir doch. Du musst noch eine Sache mit dem Thron anstellen, damit er endgültig offen bleibt. Setz dich doch mal auf Conroys Thron. Dazu musst du zuerst den Stachel mit der Vertiefung vom Gemälde benutzen, um den Thron wieder zu schließen. Warum schließen? Ich bin ja nun schon raus. Vertiefung vom Gemälde benutzen, um den Thron wieder zu schließen. Das hatten wir doch. Ist doch fertig, oder nicht? Du musst einen Stachel mit dem Thron anstellen, damit er ja endgültig offen bleibt. Anstellen und dann raufsetzen? Habe ich da was vergessen? Ich guck nochmal nach. So, der Stachel ist ja... Klick, ja. Nicht schon wieder. Das soll ja aufbleiben. So. Ich da den Stachel da reinstecken? Aber dann geht das ja wieder auf. Freiheit! Nee, den Stachel habe ich ja jetzt. In den Hangar. Ich soll mich doch raufsetzen. Ist eine winzige Ja komm, steck das Ding nochmal rein, ne? So, setz dich mal rauf. Conroys Thron. Eindeutig viel zu groß für ihn. Ah! Aua. Man merkt, dass dieser Thron Conroy gehört. Oh, Sprungfeder. Jetzt haben wir eine Sprungfeder bekommen. Aha.
Da können wir vielleicht ein bisschen zurechtbiegen mit dem Handschuh. Fausthandschuh eventuell. Zusammen also kombinieren. Yes. Jetzt haben wir eine Faust mit. Eine Faust an einer Sprungfeder. Sitzt wie angegossen. Jetzt haben wir ja sozusagen verlängerten Arm, ne? Also eine verlängerte Hand. So, jetzt müssen wir hier auch wieder rauskommen. Ich lasse den Stachel lieber stecken, damit der Thron offen bleibt. Genau, jetzt haben wir das auch fertig. Sehr gut. Aber wir kommen doch nicht durchs Gitter durch. Das Gitter muss ja auch noch hier, also da weg. Das geht doch gar nicht, Robert. Warum sollte ich das tun? Würde das klappen? Durchs Gitter? Kommt man durch die Fliege? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Nee, das funktioniert auch nicht. Ist auch ein Gitter. Wir haben noch ein Gitter im Weg. Können wir irgendwie schon mal hier K.O.-Tropfen oder was mit Handschuh kombinieren? Aber ich schaue mir das nochmal an. Eine Faust an einer Sprungfeder. Naja. Okay, mit K.O.-Tropfen kombiniert. Auch draufgeschmiert. Aha, K.O. Die perfekte Waffe. Die perfekte Waffe. K.O.-Faust mit Sprungfeder. Okay. Können wir die denn... Nee, mit der Fliege da eigentlich... Nee, mit der Fliege nicht. Seltsamer Typ. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Na, das bringt nichts. Ich muss bestimmt was auf dem Fließband und irgendwie legen. Wir lesen mal. Aha. Unter dem Labor sitzt ein seltsamer Typ mit einer Fliegenklatsche. Er löst einen Stromschlag aus, sobald Lauras Vater seine Fließbandarbeit unterbricht. Mit etwas Bastelgeschick könntest du den Aufzug rechts im Labor mit einer Falle präparieren, um den Typen auszuschalten. Das müssen wir von oben ja machen. Ja, ist klar, wir kommen da nicht so das Fliegengitter durch. Das haben wir ja auch schon klar. Hast du etwas dabei, womit du den Aufzug präparieren könntest? Probier's mal mit der K.O.-Faust. Mit Sprungfeder. Mhm. Benutze die K.O.-Faust mit Sprungfeder mit dem Aufzug. Okay, so also. Sehr schön. Ja, dann mach mal auf, das Ding. Ein Aufzug. Ach so, ja, ich muss ja so rüberziehen und go. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Ah. So, jetzt müssen wir nur den Knopf drücken, ne? Oder der unten muss den Knopf drücken, dass er den Aufzug holt. Wir haben ja noch... Ne, Fischöl haben wir jetzt. Wie kriegen wir den Typen jetzt dazu, dass er unten den Knopf drückt? Oder dass wir unten den Knopf drücken? Da ist ja bloß ein Loch. Da war wahrscheinlich mal ein Aufzugsknopf. Er ist rausgebrochen. Ja, und wo ist er jetzt? Weg. Jetzt haben wir nur noch Fischöl hier. Conroy, die Handpuppe. Wir können hier oben ja auch nur den Aufzug holen. Aber der Aufzug muss ja irgendwie nach unten kommen. Bloß wie? Hm.
So, hier ist der Aufzug. Ah, hier führt also der Aufzug. Ja, aber wir müssen an den Knopf. Aufzugsknopf. Wie kann der betätigt werden? Die Fliege müssen wir... Ja, Fischöl. Können wir da auf Fischöl auf den Aufzugsknopf irgendwie rauftröpfeln lassen? Kommen wir da ran? Yes! Ah, ein Klecks drauf. Hier. Ja, komm, jetzt mit der Fliegenklatsche drauf. Jetzt geht's los. Kau. Gute Nacht. Nice. Hallo? Wir haben die Blitze ausgeschaltet. Dr. Reminepo, Sie können sich jetzt wieder frei bewegen. Papa, kannst du mich hören? Okay, wir sollten einen Diamanten besorgen. Oh Mist, wo sollen wir denn jetzt einen Diamanten herkriegen? Ich weiß, wo ein Diamant ist. Na, habt ihr euch das gemerkt, wo der Diamant ist? Ja. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Ich komme jetzt zum Ende. Schön was geschafft. Ich freue mich. Zwei Teile aufgenommen. Ich mache gleich direkt noch den dritten Teil. Na, dass ich auch wieder schön alle paar Tage für euch hier eine Folge veröffentlichen kann von The Inner World. Seid gespannt, wie es weitergeht und ja, bis dann. Tschüss.